jetzt gerade lügen. Und natürlich trotz Corona alles offen. Ne? Geringste Auflage. Maskenpflicht war bloß halbwegs durchgesetzt. Eigentlich, man kann auch so rein, das sagt niemand was. Aber ich will jetzt die Angestellte nicht da lange Nase drehen, weil die müssen es halt machen. Also ich kann viele Rentner verstehen, warum das in Ungarn geht. Also, sorry. In der Stadt haben sie echt das Schöne. Der Bahnhof hier habe ich mir ein bisschen vertan. Also da muss ziemlich viel Geld los sein in den letzten Jahren. Das ist nämlich alles saniert oder viel. Ich kann mal gucken, ob der Sparoffer hat. Ich brauche noch ein paar Sachen wie immer. Klappt zu. Ja, öffentliche Verkehrsmittel ist auch noch so ein Ding, das ist in Ungarn noch ziemlich billig, auch Zugfahrer. Also wenn man sich da deutsche Preise anguckt. Thank you.
Ja, das sind gerade die alten Kulturhäuser hier. Ja, rechts das Gebäude, das große, das sind so die alten Kulturhäuser, die hatte jede Stadt im Kommunismus. Also ich weiß es nicht, in der Slowakei waren wir damals, da war Disco drin dann, also nach der Wende 90er Jahre. Das war das Zentrum von jeder Stadt. Das sieht man heute noch. Ja, da ist auch viel leer, sag ich mal. Da war auch, glaube ich, immer ein Kaufhaus angegliedert, wo man natürlich nichts kaufen konnte oder nicht viel. Das hat mir mal einer erzählt. Also da gab es manchmal nur Luftmatratze und dann gab es wieder ein Jahr bloß das. Ich glaube, es geht auch rüber. Also das sieht man ja, in Zalagirsa gibt da noch so einen Bau. Und wo habe ich das neulich gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, in welcher Stadt. Aika, glaube ich. Da gab es das auch noch. Also das sieht man. Das ist noch so Überbleibsel aus dem Kommunismus.